Ja, so kann man das natürlich auch machen. Ne? Ja, Stau der Dritte. Die beiden anderen waren so ein bisschen Pillepalle, aber der hier, der scheint ein bisschen mehr zu sein. Jetzt hätte ich natürlich noch anders fahren können. Aber dann wäre ich linksrheinisch nach Kleve hoch. Nur über Landstraße. Und da hätte ich das große Problem gehabt. Da gibt es keine Raststätten oder sonstiges. Ne? Das wäre dann also eine gut Glückssache beim Kunden, sich irgendwo eventuell hinstellen zu können. Aber das da oben, nee. Und wenn dann da wirklich nichts ist, dann hätte ich in Emmerich wieder über die Rheinbrücke gemusst und locker 30 Kilometer zurückgemusst, bis irgendwas ist. Und das ist nur so ein kleines Ding. Nö. Nee. Also tuckern wir hier mal durch. Das ist hier aber ganz üblich auf der A3. Ja. Hat der jetzt eine Panne am Blitzer oder? Ha. Dann hat er sich ja eine schöne Ecke ausgesucht. Jetzt so weitergeht, mal ein bisschen stocken, dann mal ein bisschen stehen und dann wieder fahren, dann ist dann alles halb so wild. Vor allen Dingen, ich habe ja Zeit, ich habe keinen Zeitdruck. Obwohl, den habe ich nie, aber ja, weil wie ich schon mal sagte, gibt diejenigen, die das austeilen, den Stress, und diejenigen, die dafür anfällig sind und auch noch annehmen. Selber schuld. Bin ich alleine auf der Straße unterwegs. Und wenn es länger dauert, dauert halt länger. Sollen froh sein, wenn man überhaupt kommt in der heutigen Zeit. Ist leider so. Ja, schauen wir mal, wie lange das hier noch dauert. Oh! Ja, frage mich immer, wie die an meine Nummer kommen, aber ist egal. Energiemarktzentrale, ja nee, ist klar. Kenne ich das schon. Gib da bloß nie eine Zählernummer bekannt. Ja, man hat sich da so durchgemogelt noch. War so eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeitverlust. War, wie schon gesagt, vollkommen egal. Bin jetzt auf dem letzten Stück der A3 Richtung Holland hoch. Meine Rennstrecke zu meinen Eltern immer. Die wohnen hier nämlich in der Ecke. Ja, hier in der Ecke bin ich sogar aufgewachsen. Ja. Kennt man das hier alles wie im Schlaf. Hier ist sogar richtig schönes Wetter. Ob ich auf dem Rasthof was kriege. In Hünxe. Wenn nicht, sieht es natürlich mau aus. Ja, schick. Hier ist noch
einiges frei, hätte ich nicht mit gerechnet. Weil egal wann ich hier früher oder auch sonst jetzt die zur Zeit immer dran vorbeifahre, ist es hier immer brechend voll. Oh, da hinten sperrt gerade die Polizei irgendwas. Naja. Ja, einigermaßen gerade stehe ich auch. Hier war einer so nett, der hat seine Anti-Rutschmatten so einen Stapel da liegen lassen. Und die sacke ich mir jetzt nämlich ein. Die sind passend zurechtgeschnitten. Ja, damit kann ich leben. Das Übliche. Ja, guck an, heute auch schon wieder. Ja, obwohl, das ist wenig. 400, 506, 100, 507. Naja. So, morgen früh. 8 Uhr hin, 7 Uhr hier weg. Das heißt 6.50 Uhr Garte stecken. Das heißt, ich muss hier mal ein bisschen tricksen. Bei 44, 4, 5, 6, 7, 7 Stunden Lenkzeit. Ja, damit kann ich aber leben. Nachher direkt erstmal wieder in meinen Computer reinhauen. So, ich habe ja auch umgestellt, mein Spion, den ich sonst immer von hier hinten so hole, der ist jetzt da. Weil das ging mir auf den Sack. Ja. Bisschen Papierkrieg und so. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. A3, E35, Richtung Hamminkel für 45 Kilometer. Guten Morgen. Donnerstag. Ja, jetzt 6.40 Uhr, dann düsen wir mal auf die letzte Stunde dahin. Ah, ist ja noch nicht mal mehr eine Stunde. Ankunft soll 7.30 Uhr, 7.32 Uhr sein. Mal gucken, ob ich da früher dran komme. Ja, dann quetschen wir uns mal durch Emmerich. Schön im Berufsverkehr. So, gleich geht's über den Rhein. Mit Baustelle. Aha, die sind immer noch nicht fertig. Sanierung der Rheinbrücke. Na denn. Jo, wir haben jetzt schon 20 nach 10. Wir haben echt lange gebraucht für Paletten. Also, wie ich das mitgekriegt habe, haben sie eine runtergeholt, abgepackt, gescannt, verräumt, dann die nächste runtergeholt. Ja, dann kann das natürlich eine Weile dauern. Und gefegt haben sie einen Container auch nicht. Habe ich dann gerade gemacht. Kriegen sie halt in Rechnung gestellt. Nach 400 Metern ist deren Job. Links ab B220 Emmericher Straße. So halb zwei, viertel vor zwei werde ich dann in Damme sein. Gerade der Dispo mal geschrieben. Biegen Sie links ab. Ja, so kann man das natürlich auch machen, ne?
Was ein Vollidiot. Ja, da wollen wir jetzt mal gleich runter von der A1. Das ging echt zügig über Land darüber. Aber okay, ist alles Bundesstraße, ne? Zum Teil richtig gut ausgebaut. Genau, Neunkirchen-Föhrn. Nach 300 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt in Hinnenkamperstraße. Was für eine Straße? Hinnenkamper. Ja. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Kommt keiner. Nach 400 Metern biegen Sie rechts ab, Ortinghauser Straße. Ach, Schockemühle ist das im Auftrag vom BASF, sehe ich gerade. Dümmer See. Oh, da war ich schon lange nicht mehr. Platz haben sie einem ja nicht gelassen hier. Dafür, dass es ins Industriegebiet geht. Nach einem Kilometer biegen Sie links ab, A1 E37 Richtung Bremen. Jawohl, Chefin. Ja, wir haben 16.30 Uhr. Ja, die haben ein Weilchen länger gebraucht. Und mit dem Gewicht haben sie natürlich auch geschummelt. Naja, ist kombinierter Verkehr, ist egal. Nach 600 Metern biegen Sie links ab, dann fahren Sie auf die Autobahn. So, abgeben tue ich den erst morgen früh. Habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Hier den Auto fahre ich nicht. Nee. Muss ich mir nicht antun. Ich fahre da mal Berge. Morgen früh in Bremen abgeben. Dann habe ich auch schon was Neues. Sie links ab, A1 E37 Richtung Bremen. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Da, wo ich ihn abgebe, nehme ich nämlich auch einen neuen auf. Der geht nach Hamburg. Und in Hamburg nehme ich dann einen schon für Montag auf. So wie ich das geahnt habe. Für Hella irgendwann nachmittags. Und dann werde ich da mal wieder einiges früher auftauchen. Folgen Sie A1 E37 für 5 Kilometer. Genau. Boah, der kommt ja hier ziemlich schlecht in Quark im Moment. Ja, da mal Berge und dann schauen wir weiter, was es morgen gibt. So, da mal eben gucken, wie lange ich von hier bis zu Roland nach Bremen brauche. Ich meine Stunde 15, Stunde 20, anderthalb, Stunde 20. Halb sieben. Halb sechs. Ja,
fahren wir mal um 6 Uhr hier weg. Sie erreichen Ihr Ziel um 17.58 Uhr. Sicher. Ja, das ist... Kann ich mitleben. So, Schicht im Schacht. Viel war es ja heute dann nicht. Ja, Dammer Berge und ja, bringt nichts, weil von Bremen nach Hamburg, da kommt nichts Vernünftiges, wo man sich hinstellen kann, dann ist alles brechend voll. Hier ist im Moment noch alles leer, hinten auf dem ganz da hinten, da ist schon alles voll, aber hier geht das noch und deswegen, ja, aus. Eingabefahrer, Endeland, Deutschland, gespeichert, Menü verlassen, ja, Schicht. Genau. Navi aus, mein Spion aus. Ausschalten. Schicht im Schacht, morgen früh geht's weiter. Guten Morgen. Freitag, 5.15 Uhr. Ja, dann wollen wir uns jetzt mal auf den Weg nach Bremen zu Roland machen. Stunde 15 von hier. Abgeben. Anderen 40er aufnehmen für Hamburg. Slot in Hamburg für 10 Uhr. Müsste zu schaffen sein. Wenn nicht, wird halt umgebucht. Ja. Abfahrtskontrolle gerade gemacht. Noch Minütchen warten, Schluck Kaffee trinken. Und da wollen wir uns mal auf den Weg machen. Alter Schwede, sind die hier auch voll. Die platzen aus allen Nähten mit ihren Kisten. Der halbe Parkplatz ist schon voll. Und gerade über Funk mitgekriegt bei denen drin. Der China-Zug kommt heute. Naja, warten wir mal ab. Ja, dauert halt ein wenig länger. Ist aber klar, morgens um die Uhrzeit hier. So, hier die Büchse abgeben und innen drin. Ach, nee. Ich das jetzt hier gerade richtig sortiert. Bin begeistert, habe ich. So, dann warten mal, was hier noch so passiert. Wahnsinn, es kommt ja sogar noch einer. Wir schauen auf die Straßen NDR 2 Verkehrs. Wir schauen auf die Straße. Worauf warten die jetzt? Thank you.
drin, Junge. Das nicht alles schön. Oh, er kommt ja wieder. Das hat ja was. Ach so, zu früh gefreut. Na, geht doch. Habe ich die Büchse drauf. Nachdem ich zweimal drehen durfte, weil er übersehen hatte, dass er die Türen auf der falschen Seite hatte. Nach 400 Metern kehren Sie, wenn möglich, um. Ja, ja. Sicher kehre ich um. Eben gucken. Da ist sogar die richtige. Anderthalb Stunden im Bummelkai. Zuerst habe ich mich gefreut. Dachte mir so, cool, Ladekran. Ja, von wegen. Genau da wollten sie nämlich alle hin. An die 13. Naja, was soll's. Mann, ich dann ja auch noch raus. So wie das aussah, wir haben ja, jeder Ladekran hat drei und einer davon war kaputt, der andere manövriert da nur die Kisten vom Schiff weg zum Schiff hin und der andere war nun mal nur für uns da. Und normalerweise sind das zwei, also dauert es halt mal ein bisschen länger. So, Leerchassis-Ausfahrt nehmen. Dann wollen wir mal rüber ins Eurogate. Wir haben jetzt 10.53 Uhr, Slot 11 Uhr, alles noch im grünen Bereich. Und wenn, außer nach Hause kommen, muss ich heute nicht. Bitte verlassen Sie das Terminal. Sag ich doch. Laut Papiere soll die Büchse 11,5 netto wiegen plus Tara von 3,8 obendrauf.
Das geht ja noch. Bin mal gespannt, wie voll das da gleich ist. Also wenn selbst Euro-Kombi hier vorne rechts so viele Büchsen da stehen hat. Jo, das war mein Feuerzeug. Irgendwie habe ich es heute. War ein 40er, oder? Ja, ein niedriger, ein DV, kein HC. Vom ersten Blick her vollkommen okay, nichts los, keine Schlange. Dann kann es sein, dass die Schlange an der Fuhre 4 ist und da werde ich dann bestimmt hin müssen, irgendwie so. Aber das geht hier ja noch. Mal dort ankommen und uns anmelden. Warum geht die Kamera denn jetzt wieder an? Ach, egal. Wie war das? Man muss ja auch mal Glück haben. Mein Riecher war nämlich richtig. An der Fuhre 4 stehen sie in Viererreihen und warten. Ich darf sogar mal in die 1. Und so wie das gerade aussah, geht das da ja noch. Bis hin zu ist weniger los. Und am Büro stehen sie da wieder Schlange. Aber ich mache das ja zum Glück alles am Terminal. So, und der berühmtliche Freitag kommt noch, wo ich definitiv nochmal anhalten muss, mir einen Kaffee zu holen. Diese sündhaft teure Scheiße, aber egal. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Gerade stand ich da vorne links. Jetzt habe ich den hier entdeckt. Hier darf ich nämlich auch parken. Weil hier kann mich dann keiner zuparken. Da habe ich echt keinen Bock drauf.
da ich nämlich Montag auch noch einiges später losfahre, deswegen habe ich da keinen Bock drauf. Also bleibe ich hier stehen. So, ich fahre gleich noch waschen. Daher, ja. 15:30 Uhr. Ja, Verkehrsfunk. So, aber jetzt erstmal, ja, absatteln. Warum hängt denn die Kamera schief? Die hängt doch gar nicht schief, oder hängt sie doch schief? Jetzt ist sie gerade. Genau, absatteln und dann waschen fahren. Wir lassen das mal mit dem Waschen. Erstens, sowieso scheiß Wetter. Zweitens, habe ich da gerade angerufen und es wäre noch 8 vor mir. 8? Nein, das sind 2 Stunden alles zusammen. Nee, jetzt fahre ich tanken. Und nein, außerdem hole ich meine Kiddies noch und nein, das wird alles viel zu spät. Dann muss ich mal gucken, dass ich das, ja, Montag eventuell, bevor ich losfahre, dass ich da eben hinfahre und dann tanke. Wasche. Weil ich stelle mich da jetzt keine 2 Stunden an, das mache ich nicht. Ich meine, klar, freitags und samstags sind die Hauptwaschtage bei denen. Und wir haben jetzt 15:40 Uhr. Also eine Stunde hätte ich mir ja gefallen lassen, aber nein. Nein. Ja, diese Woche nicht ganz so viel. Aber es geht. 2400 Kilometer. Das geht. Also 2396. Damit kann ich leben. So. Mal gucken, ob da auch Schlange stehen angesagt ist. Ui, was ist denn hier noch los? Hier irgendwie noch Schlange stehen angesagt bei Kühne und Nagel. Oder ist das schon alles Wochenende? Nee, die stehen da alle und warten. Haben die doch noch Kampftag? Oh cool. Ja, gar keiner. Oder ist sie kaputt? Nein. Montags ist es immer so teuer. Lassen wir uns mal überraschen. Dann resetten wir gleich erstmal. Erstmal gucken gehen. Ja, ich finde, da steht er schick. Kann man hier so stehen lassen. So, war jetzt tanken. Einigermaßen guter Durchschnittswert. Kann ich absolut mit leben. Dafür, dass ich 3 Büchsen dabei hatte, die echt sauschwer waren. Ja. Dann düse ich jetzt mal nach Hause. Werde mich unter die Dusche schmeißen. Eine Runde mal rasieren.
und dann Kiddies abholen. Ich wünsche dann mal entweder schöne Restwoche oder schönes Wochenende. Hab jetzt nicht im Kopf, wann es kommt.